Hallo Freunde, eigentlich melde ich mich ja sonst immer aus Luxor oder von einem anderen Ort aus Ägypten. Im Moment ist es natürlich etwas kompliziert mit der ganzen Problematik von Corona. Und wenn wir in Deutschland auch uns über manches aufregen und glauben, dass der Staat dieses oder jenes könnte besser machen, dann will ich mal jetzt einen kurzen Abstecher zu meinem Taxifahrer Ali und meinem Freund Ali in Luxor machen und mal in lockerer Folge zeigen, wie er mit Corona im Land am Nil umgehen muss. Denn er kriegt keinerlei Unterstützung, weder vom Staat noch von der Krankenkasse noch von Rente. Sowas wie Arbeitslosengeld, Corona-Beihilfe und kennt man dort überhaupt nicht. Und im Prinzip geht es darum, dass jeder mit dem auskommen muss, was er hat. Und wenn er nichts hat, dann wird es besonders dramatisch. Also viel Spaß mit dem, was ich jetzt kurz zusammengeschnitten habe und was mir mein Freund Ali per Smartphone aus Ägypten übermittelt hat. Also viel Spaß. Als diese Bilder im TV um die Welt gingen, glaubte man auch in der kleinen Stadt am Nil in Luxor, dass sich nun alles grundsätzlich ändern würde. Und keiner dachte daran, dass die alten und die neuen Pharaonen in erster Linie die Armee und das Land im Auge haben und weniger das Wohlsein des einzelnen Bürgers. Vieles deutete darauf hin, dass nun ein neues Zeitalter anbrach und mein Freund Ali war in höchster Erregung, als er endlich auf dem Basar einkaufen konnte und glaubte, nun wird alles für ihn und seine Familie besser werden. Er war glücklich und es schien auch wirklich bergauf zu gehen. Erst hatte er ein Taxi, dann kam ein zweites hinzu und schließlich noch ein drittes. Keines dieser Fahrzeuge hat ihm gehört. Es war alles auf Leasing, aber er war davon überzeugt, dass nun seine gesamte Familie ein hervorragendes Einkommen besitzen würde. Dafür nahm er auch in Kauf, in der Nacht oder am frühen Morgen aufzustehen und am Flughafen von Luxor auf seine Kunden zu warten. Aber das Warten wurde immer länger, denn es kamen immer weniger Touristen nach Luxor. Eine Revolution zu entfachen ist ein Ding für sich, aber die Zeit danach für die, die auf sie bauen und auf sie hoffen zu gestalten, ist ein viel, viel größeres Problem. Und alle, die das Maul aufrissen, verschwanden wieder in der Deckung und es wurde nicht besser. Im Jahre 2019 fand die Oper Aida auf dem Gelände des Hatschepsut-Totentempels statt und es war wie ein Leuchtturm, dass endlich wieder einmal Gäste nach Luxor in größerer Zahl kamen. Und die Taxifahrer strömten alle herbei, um ein bisschen Geld zu verdienen und ein bisschen die klammen Kassen wieder aufzupolieren. Aber die Oper Aida ging vorbei und die Träume zerbrachen. Und je mehr man wartete, desto einsichtiger wurden einige, dass man mit dem Taxifahren allein in Luxor eine Familie nicht mehr ernähren kann. Und so widmete sich mein Freund und Taxifahrer Ali seinem uralten Job zu. Er ging zurück aufs Farmland. Und so wurde nach und nach aus dem stolzen Taxifahrer Ali ein kleiner Bauer auf einer kleinen Farm, der nun um das Leben und die Existenz seiner Familie kämpft.
Er kaufte sich einen Esel und einen kleinen Hänger für den Esel dazu. Und das war jetzt seine neue Fahrgelegenheit, um zu seiner Arbeit zu kommen. Zwei Sachen kamen extra noch dazu. Die Hitze im Sommer, unbändig heiß, schon am frühen Morgen und bis in die späte Nacht hinein. Und viel später, was niemand am Nil merken wollte oder konnte, schlug Covid-19 zu. Hatte es bis zum Februar noch entsprechende Touristen gegeben, wobei der Anteil der Chinesen sehr, sehr hoch in Ägypten war und Tausende dieser Menschen durch die Kulturdenkmäler geschleust wurden, weil es üblich war, dass in wenigen Tagen ganz Ägypten besucht wurde. So kamen nach dem Lockdown, den es auch in Ägypten gegeben hat, keine Touristen mehr ins Land. Und Ali verlor sozusagen über Nacht seine Selbstständigkeit als Taxifahrer. Er war nun auf das angewiesen, was der Boden ihm gab. Very hot now. About 8:30 now, degrees it might be 40, 38, yeah. Mr. Ains, good evening. You are good, your family. Look for the problem for the look inside. Ich möchte an dieser Stelle mal etwas zu dem Begriff Familie sagen. Wir in Deutschland verstehen die Familie als Vater, Mutter, Kind beziehungsweise Lebenspartnerschaften mit ihren Kindern oder ohne. In der arabischen Welt wird alles das, was wir unter Verwandtschaft zählen, mit in die Familie einbezogen. Das heißt also, es geht um die Stammfamilie, es geht aber auch um die Eltern, um die Großeltern. Und wenn Kinder verheiratet sind, auch diese mit ihren Kindern werden sozusagen in den Begriff der Familie mit einbezogen. Das ist das, was man bedenken muss, wenn ein Araber von seiner Familie spricht. Looking. Yeah. Too much. Rubbish, yeah, I clean this, yeah, look in, look for cabbage, maybe 10, 15 days more eat this one, finish, yeah, 2 weeks more, my donkey, eat everything already, these spices, yeah. Spices. Same one, look. Some spices. Oh, it's nice for eat. Yeah. Good. It was a salt, yeah. صوروا صور اخوك صور الدعاج ايوه ايوه والله نبعث على خالك هذا الباب ايوه يسلم عليك خالك الباب خالك انت البوب يا ده زبوط ولا صبي لا زبوط هو نظيف يا با نظيف سلام نظيف خارجيا بس زبوط داخليا نظيف ايه في اللبس بتاعه والمظهر بس داخليا زباطة كله بيقول عم عوس عليك كذا انا اقول ما هو في الجمال ايوه يا اخوان هذا جاي له بقلبيه نوفي جديده داخل المستكل وينه اللي يوم جابه يا هذا حمدي غاضص ما شافوش لي ار يو مستر هانس اي ويت ان ذا فارم ناو نو سليب يا هارد لايف يا اي نيد ذا ماني
water from canal. Good evening, Mr. Hans. How are you? Here's my land meeting the wheat. Yeah. Maybe finish today, maybe finish tomorrow. Okay, good morning, Mr. Hans. Look for my cabbage. What? Yeah. Okay, go in my home, eat for winter time. Good. Yeah. I'm buffalo. And some spices. Some spices. Immer wieder hört man Ali sagen, ich kann nicht Auto fahren, ich verdiene kein Geld, ich bin jeden Tag auf der Farm. Das ist das Leben eines ehemaligen Taxifahrers, die in Luxor vor der Revolution ein sehr, sehr gutes Geld verdienten. Im Leben hat alles eine gute und eine schlechte Seite. Seitdem der Nil durch Staudämme gebändigt ist und es nicht mehr zu Überschwemmungen im Land kommt, hat die Fruchtbarkeit der Böden erheblich abgenommen. Bei im Durchschnitt 3 bis 4 Mal Ernten im Jahr ist es unerlässlich, nun mit entsprechenden Düngemitteln zu ergänzen und die sind sehr, sehr teuer. Der Staat gibt sozusagen ein bestimmtes Kontingent an Düngemitteln zum günstigen Preis ab. Den Rest muss man selbst kaufen. Bye bye, mein lieber guter Ali. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und vielleicht beginnen dann wieder ein paar kleine Geschäfte. Tschüss, mach's gut, Ali. وأن تنور عقولنا بأفكارك وتملأ قلوبنا بصاطع محبتك. دعوناك يا رب لما علمتنا من أسمائك، فأنت من نستجير به من المحيطات، ونلوذ به في الملمات، ونضرع اليه في المشكلات. خلاص هشوف المحيطات انا اقترح شو جاب الضرب لو موجود حلقها موجود عارفه. اللهم علمنا كيف نشكر، فكل عطيه من سواك هباء، وكل منحه من غيرك زوال، وهل يمنح الزائد الا ما يزول. اللهم اجعلنا في حماك وارحم من عطاك.